Willkommen zurück zur Karriere mit Werder Bremen. Wir gucken mal an, ob wir pranken da ganz oben. Ungeschlagen, aber mit 4 Unentschieden. Was mich absolut stolz macht, das hätte sicherlich keiner erwartet, dass wir hier so souverän letztendlich auch die erste Serie letztendlich hier an den Start gelegt haben als Werder Bremen. Und im Prinzip haben wir uns echt optimal verstärkt. Das muss man schon sagen. Und wir haben echt gute Talente, die ich natürlich jetzt auch nicht aus dem Augen verlieren darf und will. Denn wir müssen so ein bisschen noch an die Zukunft denken. Wir haben natürlich auch Ziele, die wir erreichen müssen, sollen und auch wollen. Denn die Jugend ist ganz, ganz wichtig. Und wenn wir hier eine neue Perle vielleicht finden unter denjenigen, die alle schon so roundabout bei 60 letztendlich dann haben, dann ist das schon echt nice. Und sie machen mich stolz hier mit A und B und B und na gut, F von Meier. Der ja schon in der Bundesliga jetzt Erfahrung gesammelt hat und auch sammelt. Und wir gucken jetzt mal, wie jetzt letztendlich auch die Transferphase zu Ende geht. Ich werde es jetzt eigentlich nichts mehr machen, wenn jetzt noch irgendwie was geht. Dann würde ich vielleicht noch einen Spieler verleihen oder so, aber ansonsten kaufen bin ich jetzt eigentlich soweit zufrieden. Wir haben jetzt ja auch nichts mehr großartig, was wir noch ausstehend haben. Aber wie gesagt, ein paar Spieler, die jetzt hier noch verliehen werden können, die würde ich natürlich schon ganz gerne noch auf die Reise schicken. Wen haben wir denn hier? Alter, so viele Spieler verliehen, ey. Guckt euch das an. Also da muss ich auf jeden Fall nächste Saison ausmisten. So. Wir gehen einfach mal. Was soll ich denn jetzt machen? Da habe ich gerade einen kleinen Hänger gehabt. Spieler verkaufen. Zur Leihe ein Jahr. Das wird ja eh nicht klappen, ne? Kurzleihe wohl eher. Dann sind die für den Rest der Saison letztendlich dann weg. Ich glaube, das mache ich mal. So. Vielleicht haben wir da noch Chance und dass einer von beiden noch die Chance hat, irgendwo bei einem anderen Verein unterzukommen, weil wir sind jetzt gerade in der Offensive natürlich sehr, sehr gut aufgestellt. Sanchez geht zu Dortmund, okay. Mané. Ja, siehst du, es hat ja schon geklappt. Also Usman Mané wird letztendlich jetzt an Erzgebirge Aue ausgeliehen für den Rest der Saison. Finde ich gut. Und wenn es mit Eggestein jetzt auch noch klappt, dann freue ich mich natürlich auch. Huch, mein Handy. So. 61 Millionen zahlt Chelsea für Aubameyang. Hammer. Bis wir so einen Transfer mal machen, ey. Naja, ich denke mal schon, dass wir vielleicht den einen oder anderen Spieler in der nächsten Saison verkaufen könnten, der so vielleicht so zwischen 10 und 20 Millionen bringt. Könnte ich mir durchaus vorstellen. Aber selber kaufen, müssen wir mal schauen. Noch müssen wir ja ganz gut haushalten. Ich brauche auch noch andere Scouts und ähnliches. Verträge verlängern. Aber okay, da sprechen wir jetzt natürlich nicht von Hunderten von Millionen. Aber wir müssen so ein bisschen nach und nach das machen. Erstmal mit dem Kader, den wir jetzt haben, in junge Spieler investieren, die dann aufbauen und vielleicht sogar teuer verkaufen. Das muss erstmal so unser Weg sein. Und spiegelt ja so ein bisschen auch das wieder, was auch Werder ja macht. So, wir konnten letztendlich nur Usman Mané letztendlich nur auf die Reise schicken. Oh, okay, die entwickeln sich prächtig. 79. Ja, wobei, hier muss ich glaube ich auch mal irgendwann aussortieren. Ist ja nur begrenzt und oh, Moisander wird für 2 Monate ausfallen. Shit! Ja, okay, er ist natürlich hier keine Stammkraft. Aber gehört natürlich mit zum festen Kader in irgendeiner Form schon. Aber somit könnte dann sicherlich Lienhardt und Kalajka vielleicht dann nochmal jetzt zu ganz anderen Einsatzzeiten kommen, als es gedacht war. Von daher ist es gut, dass wir in der Tat jetzt Kalajka noch ausgeliehen haben. Und den werden wir auf jeden Fall mal testen, den jungen Mann, was der so bringt. So, Cedric Ceesinger. Interessiert mich nicht. So, das nächste Spiel ist gegen Augsburg. Und da müssen wir jetzt mal schauen, wie wir da mal starten.
So, vom Trikot müssen wir wahrscheinlich hier in unserer Milka-Geschichte anreisen. So, ansonsten gucken wir mal. Hajrović, da kommt Gnabry rein. Was haben wir noch? Augustinsson. Eigentlich will ich, dass Augustinsson spielt. Den finde ich echt gut. Bauer in Ordnung. Galdamesh. Für Fritzi vielleicht. Mbappe spielt. Moisander ist verletzt. Okay. Vielleicht sollen wir Meier nochmal die Chance geben. Für Drobny. Obwohl Meier momentan gar nicht so gut trainiert. Aber nichtsdestotrotz. Er ist jung, ist ein Talent. Der braucht Einsatzzeiten. Und das wollen wir auf jeden Fall auch ermöglichen. Und Augsburg ist vielleicht ein ganz guter Gegner. Unsere Defensive auf jeden Fall relativ stark. Und dann spielen wir mit Selassie, Augustinsson und letztendlich auch mit Sunny. So, ich denke mal, sind wir good to go. Wenigstens kein Schneewetter, nur bedeckt. Und wir müssen auf jeden Fall die neuen Spieler weiter mal testen. Machen auf jeden Fall ja schon mal Freude. Vorne im Sturm, Benzia und Kruse klappt, glaube ich, auch ganz gut. Und Augustinsson in der Abwehr finde ich absolut ein guter Kauf. Der war auf jeden Fall jeden Cent wert. Und Wiedwald haben wir da letztendlich auch irgendwie mit verrechnet. Und ja, das ist halt einfach so. Gehört halt dazu bei FIFA, dass man da so einen Spieler mittradet in irgendeiner Art und Weise. Wir begrüßen Sie zum heutigen Spiel. Wir, das sind Wolf Fuß und Frank Buschmann. Und heute. So, mal gucken, ob ich einfach sehe, wenn Augsburg gleich die Aufstellung eingeblendet wird, ob die sich irgendwie verstärkt haben. Weil ich da jetzt nicht so der Fachmann bin für den Augsburg-Kader. Werder Bremen wird sicher so, da war Selassie. Auftreten nach dem Heimsieg, als man es mit dem FC Bayern München zu tun hatte. Da stand am Ende ein effizienter 2:0-Erfolg und es würde mich nicht wundern, wenn das heute ähnlich läuft. So, er ist immer noch angespannt und konzentriert, fokussiert seine Spieler. So, Augsburg ist auf Platz 7. Das ist ja schon mal nicht ganz so scheiße, würde ich mal sagen. Wer ist das? So ähnlich sehe ich aus, wenn ich mal die Nacht durchgezockt habe. Am nächsten Morgen. Dann habe ich auch solche Augenringe. So, wen sehe ich hier? Kuja Cho, Finn Bogason. Also ich selber sehe jetzt hier keinen neuen Spieler. Man möge es mir verzeihen, aber Augsburg bin ich jetzt nicht richtig so im Kader. Dafür bei Werder. Und da sind so unsere Stars. Delaney, Galamesh, Bappe, genau. Jo. Kurz noch zur taktischen mit Meier im Tor, Augustinsson, Benzia, viele junge Spieler, muss man sagen. Das finde ich natürlich richtig gut. Und vielleicht trifft Kruse heute wieder. Ist er immer noch unser bester Goalgetter? Und das ist gut so. International, das war natürlich ein großer Verdienst des Trainers. So, Bappe. Ich bin wirklich gespannt, ob sie den Umbruch packen. Oh, schön. Jetzt wird's gefährlich. Oh, schön freigespielt. Gar nicht mal so gut. Okay. Aber zumindest können wir den Ball behaupten. So, da haben wir wieder Augustinsson. Fällt mir echt gut. Pape. Und Kruse. Und Kruse kann den Ball behaupten. Das ist auch sehr gut. Mit dem Ball am Fuß Richtung gegnerisches Tor. Ah, geiler Mensch, da lässt er sich den Ball klauen. Das ist natürlich nicht so gut, aber er kämpft sich den gleich wieder zurück. Aber jetzt haben sie den Ball verloren. Mit aller Gewalt, aber klappt natürlich nicht. So, Vorsicht, Leute. Ja, schön gemacht von Augustinsson. Kruse. Boah, schön gespielt. Amiri. Verdammt. Da reklamiert er eben, dass es faul war. Ich hab's so nicht gesehen, aber. Verdammt, Leute! Boah, wie gut, dass wir da rangekommen sind, ey. Sonst hätte der Augsburger Spieler auf jeden Fall frei Bein gehabt. Benzia, schön auf Amiri. Aber der Ball bleibt hängen. Und somit jetzt Augsburg im Aufbau. Ja, den hat Selassie. Sehr gut. Delaney. Was war das denn?
Also Delaney bisher Totalausfall. Zwei eklatante Fehlpässe. Was ist denn los, Junge? Komm mal klar im Kopf. Er spielt den Pass auf den Flügel. Das könnte die Chance werden. Vorsicht jetzt. Verhaak. Cool. Da kommt er mit dem Kopf dran, aber der Ball geht nicht. Das war gefährlich. Auf jeden Fall die erste gute Chance für die Augsburger. Und das hätte es beinahe sein können. Also Leute, aufpassen. Gnabry. Er steht gut und hat den Ball. Ja, der Ball wird hier schön erkämpft von Benzia. Und Kruse macht auch einen Fehlpass. Was ist denn da los? Habt ihr einen getrunken? Bayer. Seid ihr schon zu Hause? Kennt das jemand? Werner, Beinhardt. Oh, Leute. Jetzt müssen sie aufpassen. Das Abseits. Wenigstens das, ey. Wenigstens das. Sané. Fliegt da fast um beim Ballabspielen. Leute, konzentriert euch mal ein bisschen. Amiri. Schön, Amiri. Sie suchen die Lücke. Schießt er ihn rein. Ja, man kann es ja mal probieren, Amiri. Das kann man durchaus mal bringen. Hätte es aber auch besser machen können. So, wieder Galdamesh. Bappe. Jetzt Kruse. Konnte bis jetzt auch noch keine richtigen Akzente setzen. Was war das denn? Querschläger. Bappe. Da steht er gut und holt sich den Ball. Da passt auf. Oh, schön von Delaney. Schön erkämpft. Jetzt kommt er so ein bisschen rein in die Partie. Galamesh! Die hat er einfach nicht genau genug gezielt. Ja, das würde ich eher sagen, er hat nicht genau genug getroffen. Der kann deutlich härter schießen. Das war jetzt nicht so richtig was. Aber zumindest Delaney hat jetzt ein paar gute Akzente gesetzt. Kommt jetzt auf jeden Fall besser rein ins Spiel. Kruse kann den Ball gut weiterleiten. Amiri. Mach was draus, Junge, du bist das Wunderkind, aber naja. Das war wohl nix. So, Passgenauigkeit bei beiden Teams auf jeden Fall auf einem Niveau. Das war jetzt heftig, aber auch sinnlos. Und Augsburg. Augsburg hat eine gute Chance, aber da ist Augustinsson und kann noch Schlimmeres verhindern. Delaney, sehr gut. Boah, schön von Kruse gemacht. Du hast gesehen. Bappe. Komm, du kannst doch gut schießen, Junge. Er schießt. Oh, war ein guter Schuss. Aber, naja gut, auch gut gehalten, ja, muss man sagen. Das gibt Eckball. Aber da hat Bappe auf jeden Fall gesehen. Mensch, er kann es doch. Und warum nicht mal versuchen? Soll er auf jeden Fall machen. So, Ecke. Das bringt's nicht. Schön gemacht von Augustinsson. So, Gnabry. Amiri, was macht er? Kann auf jeden Fall den Ball behaupten auf Delaney. Wieder Amiri. Okay, wir haben auf jeden Fall jetzt schon bessere Chancen zum Ende der ersten Halbzeit. Das war eine ganz schwache Ecke eigentlich. Oh my God, was willst du machen? What you gonna do? Jonathan Schmid. Geh doch mal ran. Oh, wieder Augustinsson. Auf Delaney. Amiri. Kruse. Oh, schön gesehen. Benzia, Tor. Ganz tolles Tor. Gut herausgespielt und man hat gemerkt, so zum Ende hin der ersten Halbzeit wurden wir auf jeden Fall kombinationssicherer und haben auch die ein oder andere Torchance uns jetzt herausgearbeitet und das Ganze jetzt vollendet durch Yassin Benzia mit dem 1:0. Völlig in Ordnung. Und ich bin mir auch sehr sicher, das Spiel hätte auch durchaus anders jetzt stehen können oder verlaufen können, wenn Augsburg letztendlich diese eine Chance genutzt hätte. Gott sei Dank haben sie es nicht gemacht. So, ich denke mal, mit diesem 1:0 wird es auch in die Pause gehen. Ja. Ja, durchwachsen erste Halbzeit, viele Fehlpässe und Totalausfälle teilweise anfangs. Und dann kamen wir besser ins Spiel und dann haben wir angemerkt, wenn wir jetzt mal die Chance von Augsburg natürlich auch erwähnen, dass wir immer besser ins Spiel gekommen sind und auch immer gefährlicher vor dem Tor wurden. Und
dann letztendlich konnten wir auch Gott sei Dank das 1-0 machen. Und so geht es letztendlich jetzt in die zweite Halbzeit. Unverändert auf beiden Seiten. Super Einsatz, da kann er ihn stoppen. Schön gemacht. Max Kruse. Das könnte die Chance werden. So. Schön verladen. Flanke abgefangen. Gut gemacht vom Abwehrspieler. Mbappé. Schuss. Ah, okay. Das war ein bisschen zu eigensinnig. Jetzt wollte das irgendwie mit Gewalt machen, mit dem Schuss. Mit Gewalt das Tor erzwingen. Und das funktioniert natürlich nicht. Aber es war, glaube ich, auch keiner richtig besser positioniert. Wieder Mbappé. Oh. Jetzt will Mbappé es auf jeden Fall wissen. Vielleicht hat er aber auch die Anweisung gekriegt, dass er jetzt deutlich mehr Fernschüsse machen soll. Bisher wurde es ja auch immer gefährlich dadurch. Boah, guck mal hier, Mbappé läuft über das ganze Feld, ey. Max. So, jetzt nicht einlullen lassen, Leute. Sehr gut. Wieder Mbappé. Auf jeden Fall sehr, sehr auffällig. Und er macht's. Mbappé macht sein Tor. Toller Doppelpass. Das hat sich irgendwie angekündigt. Also Mbappé auf jeden Fall ganz, ganz stark. Irgendwann musste ja dann einer. Boah, schön von Kruse auf Amiri. Und der letztendlich vollendet dann mit einer super Vorlage auf Mbappé. Und der macht das hier ganz kaltschnäuzig und haut den Ball in die Maschen. Unhaltbar, 2-0. Wir sind auf jeden Fall die dominierende Mannschaft hier mittlerweile, weil in der zweiten Hälfte bis jetzt noch nichts gesehen von Augsburg, die sich, denke ich mal, viel vorgenommen haben werden, aber naja, du kommst aus der Kabine und naja, heißt es relativ schnell 2-0. Das senkt natürlich die Motivation. So, wir sind schon wieder im Angriff. Amiri. Wir haben den Platz zum Kombinieren, da ist Gnabry. Kommt durch. Da war deutlich mehr drin. Da war echt deutlich mehr drin. Schmied. Oh, Leute, geht da ran. Soll da rangehen. Augustinsson dürfte das sein. Lässt sich ja allerdings sehr leicht ausspielen. Und das ist ein Foul. Okay, das wird einen Freistoß geben. Dann würde ich sagen, 63. Minute, da können wir durchaus auch mal wechseln. Wer gefällt mir denn nicht? Gut, Gnabry geht mal raus. Bartels kriegt mal ein bisschen Ligaspielzeit. Kalajka möchte ich mal sehen für Sané. Wir haben ja relativ gut gestanden in der Abwehr bisher. Und damit ist das Spiel für ihn vorbei. Er wird ausgewechselt. Man muss es leider so hart sagen, es wurde Zeit. Ne? Ja, Wolf, manchmal läuft es einfach nicht. So ein Spiel ist natürlich Gift für das Selbstvertrauen. War das Kalajka? Ich glaube, Kalajka hat da gerade den Ball letztendlich gerettet in irgendeiner Art und Weise. Oh. Das wird Abschluss geben. Hätte aber auch gefährlich werden können. So, dann wollen wir mal sehen, wie wir uns jetzt hier schlagen. Dann wäre eben Bartels. Vielleicht belebt er nochmal die rechte Seite. Ah, der Ball. Und das war's mit dem Angriff. Er fängt den Ball ab. So, Leute, jetzt nicht nachlassen. Wir wollen ja den Gegner jetzt nicht unnötig stark machen. Schön gesehen von Kalajka. Echt gut. Benzia. Delaney. Gibt's jetzt die Delaney. Verdammt. Oh, ich dachte, die machen mehr. Alle sind hier am sich beklagen. Und Augustinsson stand wieder richtig. Also, wie ich finde, eine richtig gute Partie, die er da spielt. Schön gesehen auf Delaney. Mbappé. Fantastisch gelöst vom Abwehrspieler. Jungs und Mädels, habt ihr das gesehen? Bartels. Zu viel Power drin. Die Lane jetzt. Oh, toller Schuss. Also Lute, da muss man wirklich sagen, Chapeau hält da wirklich echt, echt gut im Kasten. So, Ecke. Eieiei. Die Lane hat auch schon lange kein Tor mehr gemacht. So, die letzten 15 Minuten jetzt. So, das Spiel neigt sich dem Ende. Gibt es nochmal ein Aufbäumen von den Augsburgern oder spielen wir das jetzt hier so locker runter? Auf jeden Fall sind sie jetzt schon ein paar Spielminuten im Ballbesitz. Selassie kann da gut klären. Die Augsburger wollen mehr, sie wollen hier ein Tor. Knapper Pass. Jetzt mehr mit langen Bällen.
Und jetzt wollen sie das Tor hier erzwingen. Werfen alles nach vorne. Mal sehen, ob sie Glück haben und irgendwie oh, noch einer passt. Das jetzt klappt sogar. Oh, schön jetzt. Amiri. Jetzt ah, das hätte vielleicht sogar das 13:0 sein müssen. Wir wollen es aber nicht beklagen. Amiri, glaube ich, müsste, glaube ich, mal raus. Amiri oder Galdamesh? Ich nehme mal Amiri raus. Dafür kann... oder doch nicht? Was macht der mal? Benzia raus. Bringen wir mal T. Ja, bringen wir mal letzte, lassen wir mal letztendlich T mal ein paar Einsatzminuten kriegen. Nach einem kurzen Zwischenhoch ist er letztendlich jetzt auch wieder so ein bisschen auf dem Abstellgleis. Delaney. Ah, geblockter Schuss. Dann haben wir Bartels ziemlich weit zurückgezogen. Kalaika, wieder Kalaika. Enges Spiel, das ist schon mal sehr, sehr gut. Das könnte eine Gelegenheit hätte werden. Klappen können, hätte klappen können. Oh, das war T. Noch gestorben. Das war eine gute Gelegenheit. Den spielt er wieder zurück. Finn Bogason. So. Spiel neigt sich jetzt wirklich so dem Ende entgegen. Man merkt, Augsburg versucht nochmal, ist auch bissiger jetzt in den Zweikämpfen. Mit dem Ball am Fuß Richtung gegnerisches Tor. Aber hier sehr schön geblockt, einfach umgetreten den Gegner. Das war alles fair, Leute. Vielleicht jetzt unsererseits nochmal durch Mbappé. Kruse. Oh, schön von Kruse, komm. Ah, oh, verdammt, da wollte er uneigennützig auf T spielen, aber. Naja, so muss es letztendlich auch reichen. Ich denke mal, das wird hier beim 2:0 bleiben. Wir haben, denke ich mal, das Spiel dann doch dominiert. Und das war's auch. 2:0 gewinnen wir auswärts gegen Augsburg und die Siegesserie hält weiterhin. Ganz, ganz toll. Hoffentlich hat es euch auch ein bisschen unterhalten. Der nächste Gegner wartet auf jeden Fall schon in der nächsten Folge auf uns. Und das sehen wir dann natürlich auch sehr bald. Vielen Dank fürs Zuschauen. Macht's gut, Leute. Ciao, ciao.